Anschluss darauf werden alle Kämpfer, die möchten, noch einmal Gelegenheit haben, sich in einem großen All vs. All-Scharmützel zu erproben. Das verspricht unterhaltsam zu werden. Bleiben Sie hier. Die Runde wurde gewertet. Die erste Runde geht aus 3:0 für die Eisernen Löwen. Applaus! Dazu hat ein Kölner die gelbe Karte bekommen. Das gibt es auch bei unserem Sport. Grund dafür war ein offener Helmriemen. Medic! 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 Med
Michaela. Sanitäter, bitte zum Ring. Sanitäter, bitte zum Ring. Sani. Kannst du mal du aufbringen, oder? Bitte jetzt nicht alle hinstürmen. Leute, bitte haltet Abstand. Runde für Sie fortgesetzt. Applaus für die Kämpfer, die sich hier immer noch gegen einander stellen. Die Runde wird fortgesetzt. Dabei werden auf jedem Team 3 Kämpfer aufgestellt, die die Runde fortsetzen. Wenn sich jemand verletzt, wird selbstverständlich sofort dafür gesorgt, dass er versorgt wird. In diesem Fall wird nicht vorher nachgezählt, wie viele Kämpfer von welcher Mannschaft noch standen. Das Schiedsrichtergespann hat hier entschieden, den Kampf auf Augenhöhe 3 gegen 3 fortzusetzen. Aktive Kämpfer und können somit auch mit 5 Kämpfern antreten. Ob sie mit 5 Kämpfern aktiv in den Kampf eingreifen, ist ihre eigene Entscheidung.
Sie uns diese letzte Runde des Turniers in Rhein 2016. Genießen und bejubeln! Es verbleibt von jedem Team ein Kämpfer. Was für ein Finale! Liebe Kämpfer, die Team-Captains treffen sich in der Mitte zur Besprechung des nun folgenden All vs. All.